Na damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Vampires Dawn 2. Wir sind auf irgend so einem Schiff. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich hier will. Ich war eigentlich auf der Suche nach dem Schattenschrein, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann. Bin dann aber irgendwie auf dem Schiff hier gelandet, weil da halt zufällig ein Schiff war. Und da dachte ich mir, da gehst du doch mal drauf. Okay, mal gucken. Können vielleicht alle Blut saugen? Ja, das passt. Walner fehlt noch ein bisschen, aber ich gucke mich jetzt hier erstmal um. Wie man sieht, halten die zum Glück nicht allzu viel aus. Ich hätte schwören können, ich habe das Schiff schon mal gesehen. Vor nicht allzu langer Zeit und da hat Walner noch gesagt, es ist ihm zu stark. Aber ich meine, offensichtlich sind sie ja nicht so stark. Aber umso besser, dann gehen die Kämpfe wenigstens schneller vorbei. Ich will mich hier eigentlich nur mal kurz ein bisschen umgucken. Din, 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 din. Eigentlich schadet das gerade mal gar nicht. Da kann ich nämlich einfach kurz das Blut voll machen. Und dann gucke ich mich mal auf dem Schiff um. Dann suche ich mir den Schattenschrein und dann weiß ich gar nicht, was ich als nächstes mache. Ich könnte mal in meine Quests reingucken. Ich glaube aber, dass ich relativ bald den neuen Schlüssel, das neue Bruchstück oder so eventuell verwerten werde, sage ich mal. Weil den neuen Schlüssel, glaube ich, könnte ich mir schon holen. Das nächste Bruchstück, glaube ich, dauert noch ein bisschen, aber der neue Schlüssel müsste eigentlich schon drin sein. Egal, das gucke ich mir an, sobald ich hier mal fertig bin. Der Klabautermann und seine Freunde in zehnfacher Ausführung. Und dann gucke ich mir mal an, was. Wie es mit dem. Ihr wisst schon. Wie es mit dem Schlüssel und mit diesen Bruchstücken da weitergeht. Ich bin noch ein bisschen durcheinander. Ich versuche gerade so viele Sachen auf einmal abzufliegen: den Schattenschrein, das Bruchstück, die Schlüssel, die neuen Zauber, diese Generatoren, die ich jetzt habe. Und dann passiert es halt, dass man fünf Sachen auf einmal sagen will und dann kommt halt am Schluss nur noch irgendwie blah raus. Rezept? Na, äußerst interessant. Rezept für Gewitter. Ritter greifen Schloss Rakan. Und direkt werde ich auch angegriffen. Dann warten wir den Kampf mal kurz ab und dann sollen die Ritter sich ruhig Schloss Rakar ruhig nehmen. Ich werde es dann bei Gelegenheit, wenn ich das nächste Mal zurück im Schloss bin, werde ich es mir schnell wiederholen. Die sollen das ruhig schnell einnehmen, das passt schon. Darum mache ich mir jetzt erstmal keine Sorgen. Din, din, din. Na, was haben wir denn da? 13 gegen 15. Ratet mal, wer könnte das wohl gewinnen? Zack, plus 1. Zack, plus 2. 1, 0. Minus 1. 0. Kommt schon, Leute, ihr schafft es. Plus 1. 0. 1. 0. Vergesst es. Ja, die Söldner sind halt einfach nicht das Goldene vom Ei, das ist mir schon klar. Aber was ist meine Alternative? Soll ich durch die Städte ziehen und 1.000 Millionen Vampire erschaffen? Dadurch kriege ich einmal das schlechte Ende vermutlich und ich kriege weniger Steuereinnahmen. Also auf die lange Sicht ist es, glaube ich, besser, mit Söldnern das zu machen und halt gute Burgenkämpfe abzuwarten, anstatt immer die ganzen Bürger umzuwandeln. Weil Geld brauche ich sowieso. Und ob die jetzt ein Schloss haben, ist mir gerade egal. Das werde ich mir, wie gesagt, bei Gelegenheit wiederholen. Ich gehe einfach direkt zum Captain. Ding. So, was bist du denn für ein Vogel? Komm mal her. Ding. Das schreit ja geradezu nach Zaubern. 600. Ach komm, vergesst es. Den Captain zerreißt's eh gleich. Der blutet für 160 Schaden.
Und der Werwolf hat schon zum zweiten Mal gekrittet. Der ist jetzt schon irgendwie 3000 HP oder so los. Ja. Das ist ein bisschen unter meinem Level. Dieses Schiff. Gut, dann plündern wir mal die Kapitänskajüte. Oh. Blutrune, ein Tausender oder 10.000? Ich habe es nicht genau gesehen. Aber um Geld mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Geld hatte ich am Anfang mal ein paar Probleme. Aber mittlerweile muss ich sagen, alles gut. Ich habe genug Geld für die Söldner. Und das reicht mir. So, eigentlich war ich auf der Suche nach dem Schattenschrein. Der war irgendwo auf einer Insel, eventuell hier unten. War der vielleicht hier drauf? Nee. Ich meine, der war auf irgendeiner kleinen Insel. Ach, das erinnert mich, dass ich nach Shannan nochmal wollte. War er das vielleicht? Nee, sonst hätte er was gesagt. Verdammt nochmal, wo war denn dieser blöde Schrein? Ich glaub's ja nicht. Der war vielleicht ganz rechts da auf der Insel. Oh, ich sag's euch. Ein Hirn wie ein Sieb. Ah, das muss. Komm, das muss er gewesen sein. Jawohl, das ist er. So. Der schwarze Stein. Blut der Gruppe. Todesgenerator. Oh, meine Gebieter, mögen die Elris auf ewig herrschen. So, jetzt habe ich theoretisch Zugriff auf unendlich viele Runen. Weil ich jetzt mit Seelenfragmente herstellen kann. Und dann kann ich mir so viele Runen, wie ich will, herstellen. Wisst ihr was, das mache ich, glaube ich, sogar gleich mal. Ich glaube, das mache ich direkt mal. Aber ich... Soll ich Zuflucht benutzen? Ich könnte auch einfach schnell zurückfliegen. Ja, ich glaube, ich fliege einfach mal zurück. Weil jetzt brauche ich nur noch Seelen und ich kann mir so viele Runen, wie ich will, herstellen. Und ich glaube, genau das gucke ich mir jetzt auch gleich mal an. Die alle Generatoren, zumindest alle, die ich jetzt so kenne. Aus allen Schreinen. Das waren sogar, glaube ich, jetzt alle 6 Schreine. Das bedeutet, ich könnte die Quest wahrscheinlich jetzt auch schon abgeben. Weil irgendwer wollte ja wissen, die Location aller 6 Schreine. Das sind sie, die Bruchstücke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tja, wir haben es gleich. Ich brauche, glaube ich, noch ein paar Level, oder? Ich glaube, ich brauche Level 80. 40, genau, Level 80 und 65 Seelen. Dann erstelle ich mal ein paar Blut... Runen. Davon habe ich nämlich relativ wenige. Ich weiß gar nicht, wie viele Seelenfragmente ich habe. Ich wandle jetzt einfach mal ein paar von den Blutrunen um. Okay, ich habe noch welche. Weil von den anderen habe ich, glaube ich, relativ viel. Zur Not stelle ich mir einfach noch welche her. Ja, 3 ist auf jeden Fall mal ganz gut. Ich habe eventuell noch eine gefunden. Jetzt dürfte ich 4 oder so haben. Wie viele Seelen habe ich denn? 35. Was brauchst du denn? 30 Seelen brauche ich schon. Ja, seht ihr, wie teuer das wird? 65 Seelen, um eine einzige Fertigkeit zu erlernen. Bei diesem Fertigkeitserlernens-Dingsbumster. Und hier ewig viele Seelen für diese... Generatoren für diese Seelenfragmente. Also Seelenfarben ist etwas, was in Vampire Stone 2 ein bisschen zu krass ist, finde ich. Kannst du mal bitte von dieser Kacktreppe weggehen? Och, echt jetzt? Ach, okay. Es geht trotzdem.
Also das ist etwas, wo meiner Meinung nach ein bisschen zu stark übertrieben worden ist. Weil man muss extremst viele Seelen ranholen, vor allem jetzt an späteren Levels. Aber alles gut. Was wollte ich? Ach, ich kann kurz das Schloss zurückerobern. Das sind so 9 Stück oder so, glaube ich. Ja, ich speichere mit Speichersteinen mal schnell zwischen und hole mir mal schnell das Schloss zurück. Wartet mal. Hol mir gleich mal noch mal ein, zwei neue Söldner. Wie gesagt, es läuft immer so ein bisschen nebenher, weil mittlerweile wisst ihr, was ich mache. Abspeichern, neu laden und so weiter und so fort. Ich hole mir mal ganz kurz das Schloss zurück. So. Damit wäre das Schloss wieder mein nach einigen Minuten. Und jetzt kümmere ich mich mal um die Zauber. Jetzt habe ich nämlich einiges an neuen Runen. Und die Blutrunen waren ja die mir am Anfang jetzt so ein bisschen gefehlt haben. Jetzt gucke ich mal, was ich da so hinkriege. Ich schätze mal, so ein neuer Zauber. Vielleicht gucke ich mir das Gewitter mal an. So ein neuer Zauber schadet jetzt mal nicht. Gucken wir mal. Speicherstein, zack. Ach, ich habe wieder keine Seelen. Ihr wisst, wo ich hinfliege. Ich fliege mal kurz nach Mestor in die Kanalisation. Werde mich da mal kurz. Ja, ich weiß nicht, wie lange es immer dauert, um 99 Seelen zu kriegen. Ich glaube, so ungefähr. Ja, 20 Minuten oder so. Das heißt, ich werde mich in der Kanalisation kurz mal 20 Minuten aufhalten und mal schnell auf 99 Seelen kommen, damit ich mir Zauber herstellen kann. Das bedeutet, wir sehen uns gleich wieder. Boom! Und 20 Minuten später. Was das? Ich habe die Seelen, glaube ich, jetzt endgültig voll gemacht, oder? Ja, 99 Seelen. Tja, ja. Das mit den Seelen, wie gesagt, ist ein ganz kleinen Ticken übertrieben. Finde ich. Aber was soll's. Das zwingt mich immer mal wieder dazu, ein bisschen Seelenfarmen zu gehen. Und das gibt auch ganz gute Erfahrung. Also da kriegt man. Was heißt ganz gute Erfahrung? Aber so ungefähr 1000 EP pro Kampf, da läuft's schon. Da geht's schon ungefähr ein bisschen voran. Weil die Levels schaden nicht. Ich brauche sowieso irgendwann wieder ein paar Levels, um an diese neuen Bruchstücke daran zu kommen. Das nächste Bruchstück ist ja zum Beispiel schon für Level 80 oder so gedacht. Das könnte ich aber trotzdem mal probieren. So. Das würde ich sagen, ist nochmal ein Grund für einen weiteren Speicherstein. Und zack, zieh zu. So, nun gucken wir mal. Was habe ich denn so an Rezepten? Weißer Schild, kalter Schlaf, Gewitter. Große Klugheit. Weißer Schild. Ich teste mal, was das ist. 1, 2, 1, 2. Gucken wir mal. Wobei weißer Schild klingt nach irgendwas, was ich nicht unbedingt haben will. Ich will irgendwie angriffsorientierte Zauber. Aber da ich jetzt eigentlich genug Runen theoretisch habe oder unendlich Runen, könnte ich mir jetzt eigentlich so viele Zauber herstellen, wie ich will. Also kann weißer Schild nicht schaden. Kann ich das Rezept eigentlich schon lesen? Nee. Erst ab Level 80. Okay, wo ist er denn? Weißer Schild. Wallner Asgailain, Zauber weißer Schild. Wobei weißer Schild klingt für mich nach etwas, was ich vielleicht Aska beibringen soll. Weil das ist sowas nur, um die Gruppe zu buffen. Da ist jetzt der Intelligenzwert egal. Das heißt, es ist nichts, was Schaden macht. Also kriegt das mal eher. Und keine Ahnung, Wallner vielleicht. So, was ist denn das? Weißer Schild erhöht Abwehr, Licht und Schattenresistenz. Ja, warum nicht? Mixen wir noch was irgendwas zusammen. Wie gesagt, jetzt ist eigentlich völlig egal, weil ich kann mixen, was ich will. Ich habe genug Runen. Stufe 60. Keine Ahnung, was das ist, her damit. Ich habe ja auch abgespeichert, also von daher, wenn es echt großer Schrott ist, dann könnte ich es ja neu laden. Magischer Spiegel. Na, was ist denn das? Wer kann es lernen? Nur Elaine. Magischer Spiegel reflektiert Zauber und Fertigkeiten. Warum nicht? Weiter geht's. Für einen Zauber habe ich noch. Ja, komm, wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt gehe ich mal stundenlang Seelen farmen und mixe mir einfach so viele neue Zauber zusammen, wie ich lustig bin. Stufe 60. Oh, jetzt fehlt mir, glaube ich.
Jetzt fehlt mir eine einzige Seele. Habe ich noch einen Seelenstein? Jetzt fehlt mir eine Seele. Oh Gott sei Dank. Sonst hätte ich jetzt nur noch mal wegen dem einen Zauber noch mal losgemusst. Ding, ding, ding. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich habe eine Idee. Gebündeltes Licht, zeigt mal her. Ding. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich habe eine ganz lustige Idee. Kann nur Wallner lernen, genau. Trifft alle Gegner. Grundschaden 240. 101 Mana. Was ist denn das für eine Zahl? Wisst ihr, was ich jetzt mache? In den Burgenkämpfen gab es ja einige Episoden, die haben, keine Ahnung, 3, 4, 5 Stunden gedauert. Die habe ich dann auf 30 Minuten runtergeschnitten. Ich gehe jetzt Seelen farmen und zwar eine ganze Menge. Und ich werde mir Seelenfragmente herstellen und zwar eine ganze Menge. Und dann werde ich mir Runen herstellen und zwar eine ganze Menge. Jetzt müsst ihr euch mal überlegen, ich brauche für einen Zauber 35 Seelen, da oben, um an dem Runensyntator das zu machen. Ich brauche für ein einziges Seelenfragment brauche ich 30 Seelen. Und ich brauche 2 Seelenfragmente, um mir eine Rune zu generieren. Das bedeutet, wenn ich jetzt mal vorhab, und das habe ich vor, wenn ich jetzt mal vorhab, von jeder Rune, ich muss glaube ich in die andere Richtung, wenn ich jetzt vorhab, von jeder Rune mal so auf zumindest 6, 7, 8 Stück zu kommen. Und ihr seht, da fehlen mir einige, zum Beispiel Feuer, Licht, Blut, Licht, habe ich schon gesagt, Status und Tod. Dann könnt ihr euch mal ungefähr ausrechnen, wie viele Seelen ich jetzt ranfarmen muss. Das bedeutet, ich lasse mal die Simpsons Staffeln 1 bis 15 neben mir durchlaufen, flieg jetzt mal jahrelang nach Mesto rüber, farben mir unendlich viele Seelen und dann stelle ich mir Seelen, Steine, Fragmente her, Runen her. Jetzt geht schon wieder in die falsche Richtung. Runen her, alles Mögliche. Und dann experimentiere ich nochmal ein bisschen mit den Zaubern rum. Das heißt, ich bin beschäftigt. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie lange. Und wir sehen uns in ein paar für euch Sekunden wieder. Und bei mir wird das jetzt ein bisschen dauern. Wünscht mir viel Spaß, den werde ich überhaupt nicht haben, aber ich kümmere mich mal einige Stunden um neue Runen. Leute, bis gleich. So, liebe Leute. Da werden wir wieder. Oh. Also dieses Seelenfarm ist tatsächlich ein bisschen krass. Ihr könnt euch wahrscheinlich ungefähr denken, wie lange ich jetzt hier gebraucht habe. Okay, ich hau mal den Speicherstein raus. Boah. Pff. So, ich habe weitere 99 Seelen. Und mehr schaffe ich nicht. Also das an den Runen, ich habe jetzt von jedem ein bisschen was geholt. Aber das hat jetzt lang genug gedauert. Okay, ich würde sagen, ich könnte noch einen weiteren Zauber machen. Wie wär's mit vielleicht dreimal Licht, dreimal Schatten? Ne, das ist nur Level 50, das ist ja langweilig. Das heißt, 7 kann ich insgesamt verbrauchen. Wie wär's mit 7 mal Eis? Komm, 7 mal Eis. Kack drauf, egal was das ist, ich nimm's und dann nix wie weg hier. Dann nix wie weg hier, ich mag jetzt nicht mehr. Dieses Seelenfarmen ist echt eine knüppeldicke Arbeit. Wow. Okay, starker Hagel, das ist was für Aska, schätze ich mal. Außer ihm kann es wahrscheinlich sowieso keiner benutzen. Wobei Aska nicht besonders viel Intelligenz hat, also viel Schaden wird er nicht machen. Trifft alle Gegner, Grundschaden 200 irgendwas. Ja, von mir aus. So, nichts wie raus hier. Imognime. Wie wär's, wenn wir uns um ein paar Quests kümmern? Wie wär's denn zum Beispiel mit der Schlüssel? Lass uns... Gehen wir zum Vulkan und holen da den nächsten Schlüssel ran. Wobei der Vulkan klingt für mich so... Mein Gott, hat das gedauert. Der Vulkan klingt für mich so danach, als wäre Eis eventuell ziemlich effektiv. Also dieser starke Hagel von Aska... Gucken wir mal, der wird eventuell was reißen. Wobei Aska ist halt jetzt nicht so der...
magieversessene Typ. Also ich glaube nicht, dass der allzu viel Schaden macht. Aha! Schwefelvulkan. Na gut, da gucken wir uns doch mal um. Nett hier. Ja, geht echt, ja. Der giftige Schwefel, ja. Menschen wären jetzt wohl schon tot. Die Lava bekommt uns nicht, ja. Aufpassen, wo wir hintreten. Ja, ich tue mein Bestes. Okay, wer begrüßt mich denn da? Ach, ein Geist. Da kann ich Blutsaugen schon mal vergessen. Rein aus Interesse kann ich es mal versuchen, aber... Oh, man kann sogar Blutsaugen. Okay, sehr schön. Das freut mich. Ich dachte, das wäre ein Geist gewesen, aber das ist wohl keiner. Wie wär's... Also ich denke, Feuerzauber kann ich mir sparen. Wie wär's... Aska hat halt keinen gescheiten Einzelzielzauber. Weil trifft alle Gegner jetzt ein bisschen übertrieben. Vielleicht lähmender Frost. Ist eh gelähmt. Gebündeltes Licht trifft alle Gegner. Ja, jetzt habe ich halt nur so Gruppenzerstörungszauber. Ich werde die mal testen, wenn mal mehrere Gegner gleichzeitig da sind. Wobei, nachdem ich von dem Blut holen kann, könnte ich es eigentlich auch an denen testen. Ah, Schaden macht er zum Glück fast gar keinen. Din, 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 din. Schwach, interessant. Dankeschön fürs Sterben. Din, din, din. Sehr schön, also habe ich mit den Gegnern hier auch kein Problem. Ja, der Ort ist, glaube ich, relativ groß. Okay, laufen wir einfach mal rum und gucken wir mal, ob wir irgendwo einen Eingang finden. Blub, 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 blub. Holzbrücken über einem Lavasee. Welches Genie ist denn bitte auf die Idee gekommen? Probieren wir jetzt mal von Aska den Hagel. 400, alles klar. 0, jawohl. Ja, aber guck mal, das zaubert er zweimal und dann hat er kein Blut mehr. Ja, aber das macht schon gar nicht schlecht Schaden. Schön, schön. Ja, jetzt dürfte ich erstmal wieder ein bisschen Blut holen. Okay, aber auch das sind keine besonders schweren Kämpfe. Das bedeutet, da sie nur zeitintensiv sind, werde ich auch die ab sofort rausschneiden. Die ganzen Kämpfe. Und mich bei Bedarf halt zurückteleportieren in die Burg, mich schlafen legen gehen und kurz irgendwo Blut saugen gehen, dass wieder alles voll ist. Dass wir uns hier ein bisschen auf den Vulkan konzentrieren können. Es wird echt, es ist immer schwer abzuschätzen, wie lang die Folge am Schluss jetzt wird. Weil momentan dauert es schon. Mal gucken, wie viel es am Schluss dann wird. So. Ich glaube, jetzt muss ich mich noch nicht zurückteleportieren. Das kann ich dann ab nach dem nächsten Kampf oder so machen. Wie wäre es denn mit diesem Dungeon hier? Na, was bist du denn für ein Viech? Das könnten wir uns allerdings mal kurz angucken. Von dir kann ich vermutlich auch kein Blut nehmen. Testen kann man zwar. Magischer Spiegel reflektiert Zauber. Ah, das ist nur ein Einzelzielzauber, das ist ja endlangweilig. Genau, ja, Spiegel. Es gibt, glaube ich, später Items, die machen Spiegel auf die ganze Gruppe. Wie wäre es gebündeltes Licht? Ja, gebündeltes Licht scheint die alle gar nicht zu interessieren. Feuerstrahl, denke ich, kann ich mir sowas von schenken. Ja, egal. Auch der Kampf sollte nicht allzu schwierig werden. Ich würde sagen, Kämpfe ade. Boom. So. Was haben wir denn da? Leere Flasche. Wow. Ja, das nenne ich mal ein Dead End. Verflucht. Das bedeutet... Hier bin ich wohl falsch. Ja, es gibt mehrere Eingänge in denen... In den Vulkan, glaube ich. Und das war offensichtlich schon mal der falsche.
Ich war hier in dem in dem Vulkan sogar schon mal. Es gab mal einen Teleportstein. Als ich den benutzt habe, bin ich hier irgendwo in dem Vulkan gelandet. Also ich erinnere mich sogar an das Ding. Ich konnte da nicht wirklich weit. Als ich den Teleportstein benutzt habe, da hatte ich nur einen relativ schmalen Ort, an dem ich mich bewegen konnte. Bitte lass mich in Frieden, du Mistviech. Ich hab da rechts unten irgendwo noch eine Tür gesehen. Oder beziehungsweise eine Höhle. Eine Tür natürlich nicht. Ja, das ist mit Sicherheit auch die falsche. Ich kann mir schon vorstellen, wo ich eventuell hin soll. Und wisst ihr, was ich mir gerade denke? Eigentlich hatte ich mir schon überlegt, den Kampf rauszuschneiden. Aber dann ist mir aufgefallen, dass diese Viecher genau wie die Bomber aus Final Fantasy... überhaupt aus den Final Fantasy Teilen aussehen. Die greifen nicht an, werden immer größer. Und irgendwann explodieren die dann. Seht ihr, die werden immer größer. Und irgendwann explodieren sie dann. Kann man von denen Blut saugen? Das muss ich trotzdem mal testen. Nee, kann man nicht. Und irgendwann, wenn sie dann ganz groß sind, explodieren sie. Und die kann ich mich noch erinnern. Ich wollte gerade schon vorhin sagen, die sehen so aus wie die aus Final Fantasy. Ich dachte mir, komm, schneid jetzt den Kampf einfach raus. Das wird so ein ganz normales Viech. Genau, boom! Das war jetzt eine relativ schnelle Explosion. Ich habe also nicht gesehen, wie viel Schaden die jetzt im Endeffekt gemacht haben. Es war bestimmt einiges. Vielleicht sogar so viel, dass ich ja mal eine kurze Heilung rumschmeißen könnte. So, so, so. Und vor allem der Werwolf. Der darf nämlich nicht drauf gehen. Alles andere ist jetzt egal. Aber der Werwolf wäre dann komplett tot. Ist hier irgendwo offen? Nee. Knappes Ding. Lass mich bloß in Ruhe. Ja, das habe ich mir gedacht. Das ist nämlich ein Dead End. Ich glaube, der Eingang zum Vulkan ist ein bisschen besser versteckt. Das hier ist ja die erste Höhle, die man findet. Vielleicht muss ich durch die Lava sogar durch. Der Eingang war irgendwo hier in der Nähe. Ah, Moment mal, ich kann in die Lava überhaupt nicht reinlaufen. Okay, irgendwo ist jetzt noch ein Eingang. Bitte lass mich in Ruhe, du Mistviech. Ich will dich nicht bekämpfen. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ah, und weiter geht's. Das war knapp. Bitte lass mich in Ruhe. Dieser Eingang, der ist es vermutlich. So, schauen wir mal. Kann ich eigentlich... Nee, ich kann in die Lava überhaupt nicht reinlaufen. Jetzt wollte ich es gerade mal testen, um zu gucken, was passiert. Aber jetzt merke ich erst, dass ich in die Lava überhaupt nicht reinlaufen kann. Keine Ahnung, warum ich das auch wollte, aber... ich dachte mir, man kann es ja mal testen. Verdammt! Die Viecher habe ich ja gar nicht gesehen. Und dann war es auch schon zu spät. Und irgendwie erinnert mich der Vulkan an Vampire Storm 1. An Aisha. Ach nö, das ist auch der falsche Eingang. Es gibt wahrscheinlich im gesamten Vulkan 4 Eingänge und natürlich die 3 Eingänge, die ich jetzt überprüft habe, sind natürlich alle falsch. Das heißt, der, wo es wirklich weitergeht, ist natürlich der letzte, den ich überprüfe. Das wundert mich nicht. Na, dann gucken wir doch mal weiter. Ach, hier oben geht's gar nicht weiter. Ja, hier ist überall Sackgasse. Ja, dann bin ich hier mal komplett falsch. Ach. So, weiter. Soll ich da vielleicht nach oben? Zumindest den Eingang will ich jetzt noch finden. Wobei, das ist die Brücke, über die bin ich schon mal drüber. Also sollte ich vielleicht lieber da unten weitergehen. Nee, ich gehe jetzt nochmal über die Brücke drüber.
Das ist der Eingang da unter mir, wo... Das ist der Eingang ganz am Anfang. Der ist auf jeden Fall falsch. Was ist denn, wenn ich hier oben weitergehe? Habe ich, glaube ich, schon mal versucht. Ja, hier oben war ich schon mal. Das stimmt auch nicht. Ja. Ja, hier war ich schon drin. Glaube ich. Hm, ja, das ist Sackgasse. Hm. Wo könnte dieser Eingang sein? Ich habe auch bisher noch keinen gesehen. Also keinen, den ich noch nicht überprüft habe. Hier unten vielleicht. Nee, nee, hier ist auch nichts. Boah, ich habe keine Ahnung. Das gibt's ja nicht. Vor allem, ich sag ja, es ist ein einzelner Eingang, der mir noch fehlt. Und das ist natürlich genau der richtige. Also ich schätze jetzt einfach mal, dass mir noch einer fehlt. War ich hier schon mal? Moment, jetzt bin ich wieder am Anfang. Boah, das gibt's ja nicht. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Was zum Teufel? Kann ich nicht einfach als Fledermaus da drüber fliegen? Wieso fliegt ihr da nicht einfach drüber? Hier, Fledermaus, zack und drüber fliegen. Und wisst ihr, was mir gerade einfällt? Ich glaube, dieses Gebiet habe ich relativ gut abgesucht, aber ich habe den Eingang nicht gefunden. Deswegen habe ich mir gerade überlegt, Moment mal. Dieser Vulkan endet wahrscheinlich gar nicht auf dieser einzelnen Karte, sondern wahrscheinlich muss ich so einen Gebietsübergang machen. Wahrscheinlich, der Vulkan ist ja so groß, der besteht wahrscheinlich aus mehreren kleinen Unterabschnitten. Deswegen hätte ich vermutlich da ganz, ganz oben oder so sozusagen auf den nächsten Teil der Karte übergehen müssen. Ich muss mal gucken, was passiert, wenn ich ganz am Rand gegen die Wand laufe. Hier zum Beispiel geht's nicht. Irgendwo ganz links oben, glaube ich, konnte ich nach links weiter. Hier geht's auch nicht. Hier geht's auch nicht. Ich muss noch ein Stockwerk nach oben. Und hier komme ich natürlich wieder nicht hoch. Ich laufe mal nochmal kurz außen rum. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo ich hin muss. Also es ist halt so, weil das halt nicht überall funktioniert. Mit diesem Kartenübergang oder mit diesen Unterabschnitten. Deswegen habe ich gerade irgendwie überlegt, Moment mal. Jetzt bin ich natürlich schon wieder ganz falsch. Ich laufe mal ganz kurz wieder so weit, bis ich ganz oben auf der Karte bin. Genau, dieses Gebiet hier habe ich nämlich gemeint. Und vermutlich kann man da oben eventuell weiterlaufen. Weil ich meine, hier habe ich alles erkundet. Hier eventuell. Ne, da geht's nicht weiter. Hier eventuell. Ah, seht ihr, ganz genau das habe ich nämlich gedacht. Und hier ist jetzt ein weiterer Unterpart sozusagen. Oder so eine weitere Abschnitt des Vulkans. Oh Mann, wisst ihr was? Den gucken wir uns in der nächsten Folge an. Nächste Folge holen wir uns den nächsten Schlüssel ran. Vielleicht auch gleich das nächste Bruchstück. Und gucken mal, was es hier mit dem Vulkan so aus sich hat. Wäre eigentlich ein ganz schöner Ort für einen Endboss. Oder für so einen Zwischenboss sozusagen. Ja, ich werde diese Folge jetzt mal beenden. Die hat einige Stunden gedauert. Ich schätze mal, am Schluss ist es wahrscheinlich wieder nur eine halbe oder so. Aber gucken wir mal. Hier mache ich mal Schluss. Nächste Folge. Ihr wisst, was läuft. Schlüssel, Bruchstück, Quests, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Irgendwas lasse ich mir schon einfallen. Und bis dann. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.